Hallo und herzlich willkommen zu diesem Zeilcast Nummer 10. Ist das jetzt der zehnte Podcast, Videopodcast der Reihe mit den Referenten des NLP-Kongress 2023 in Seilesheim und heute mit Robert Zagowski? Hallo, Ich freue mich so sehr, Robert, dass wir jetzt hier miteinander reden, ungefähr ein Stündchen wahrscheinlich. Ich könnte jetzt ja behaupten über dein Lieblingsthema, aber es weiß ich nicht, ob es das ist. Es ist jedenfalls das Kongressthema gewesen. Ganz genau. <laughs> Eins, mit dem man mal starten darf. Genau. Ja, Resilienz, Powered by NLP. Genau. Das Upgrade der Menschen. Jetzt ist es möglicherweise so, dass nicht all die Tausende von Leuten, die diesen Podcast im Laufe ihres Lebens angucken werden, dich kennen. Von daher, wenn du möchtest, sag gerne ein paar Worte zu dir, und bevor wir dann ins Thema einsteigen. Du kannst aber auch sagen, dass es einen Link gibt und man dich hinterher googeln kann. Ich mache mal ganz, ganz grob. Ich bin Robert Zakowski, 34 Jahre alt, habe eine zauberhafte Frau, die mich bei allem unterstützt, namens Lena, meine kleinen Engel namens Nela, mit 21 Monaten, also Tochter. Mhm. Wohne im Schönen Fellbach. Aufgewachsen bin ich allerdings auf der Insel Usedom in Zinnowitz. Und studiert habe ich ursprünglich noch mal Maschinenbau, immer weiter dann abgedriftet ins Projektmanagement. Und jetzt quasi nur noch mit Menschen und, äh, und, und Leute am Koordinieren, nebenbei. Ähm, ja, nebenberuflich Trainer, Coach, ähm, selbstständig. Und ja, seit Anfang des Jahres auch anerkannter, äh, ist es, anerkannter äh, NLP Lehrtrainer laut DVNLP. Mhm. Ähm, auch unter anderem dank dir, Ralf. Bei dir äh, den Kurs Trainer assistiert. Ähm, war eine schöne Zeit, sehr viel gelernt, aber auf ganz andere Art und Weise. Und ja, ähm, was mache ich sonst noch so? Sport, Kraftsport, äh, bin auch gerne in der Sonne beim Beachvolleyball, Volleyball. Mhm. Ähm, genau. Das Thema Resilienz hat das äh, interessiert dich das seit länger als, als seit 21 Monaten? <laughs> äh, wieder, Zeit, sagen wir mal, wieder. Wo, was? Und das ja. war die Zeit, wo das Thema für mich interessanter wurde, Resilienz, als ich plötzlich entdeckte, ich bin Vater. Definitiv, ja. Also Schlafmangel, sei es eine, ne? Äh, aber nee, tatsächlich auch schon ähm, angefangen hat es bei mir 2013. Überhaupt keinen Bock mehr auf den Job gehabt damals, äh, schon, schon echt lange her. Ähm, und dann aber die, die Bücher hier von Dr. Christina Bernd in die Hände bekommen, Resilienz und so weiter. Und dann mal angefangen, wie man sich da rausschlavinern kann. Und ja, jetzt halt wieder zu mir gekommen. Äh, letztes Jahr auch eine Ausbildung zum Resilienztrainer gemacht. Und dann habe ich gesagt, komm, was liegt näher, als das mal äh, da zu promoten auf dem NLP-Kongress? Äh, aber nicht dabei zu belassen, sondern natürlich <laughs> das Ganze noch ein bisschen zu tunen mittels, ähm, ja, mittels NLP, was wir halt die letzten sechs, Jahre schon machen. Und da ging einiges. Dazu kam es: äh, Zum einen habe ich angefangen mit dem NLP-Master Circle mhm. ähm, bei Landsiedel auf der World of NLP, da ähm, ja, mit denen einen Workshop zu machen. Da ging allerdings ein bisschen länger als der Workshop auf dem NLP-Kongress. Und aber das Gute war, von den ganzen Brains, die da im Master Circle saßen, konnten wir schon die ein oder anderen Ideen und mhm. ähm, quasi Formate auch schon direkt eine Woche später reinhalten in den NLP-Kongress. Das war, ja, war eine gute Nummer. Sehr schöne Synergie. Ja. Wollen wir kurz aufdecken, was Resilienz ist, außer die Fähigkeit zu schlafen, obwohl man kleine Kinder hat? Ähm, ja, Resilienz kann man sich so vorstellen, ähm, wie, wie so ein kleiner Flummi ein kleiner wie so ein kleiner ja, Flummi. Es geht nicht darum, nicht zu fallen, mhm. sondern wenn du fällst, dann möglichst schnell auch wieder quasi hochzuspringen. Mhm. Genau. Und also die einfach auf Deutsch die psychische Widerstandskraft nach irgendwelchen Krisen, Niederschlägen, Rückschlägen, genau solche Sachen. Und da kennt man vielleicht die standardmäßigen sieben Säulen, die es da irgendwo mhm. in diversen Modellen gibt, aber es gibt nicht nur sieben Säulen, es gibt nicht nur ein Modell, habe ich festgestellt bei der Vorbereitung. Es gibt bis zu 16 Modelle, wo irgendwo Resilienz beschrieben werden, mhm. beschrieben wird. Also, ja. Das heißt, ähm, keiner weiß so genau, was es ist und wie man rankommt. Wahrscheinlich gibt es auch keine allgemeine Definition, aber jeder hat das Gefühl, es wäre eine gute Idee, wenn man es hätte, oder? Ja, genau, man hat einfach, also ursprünglich äh, entstanden ist das Ganze, glaube ich, in den 50er Jahren. Mhm. Auf Hawaii hat die gute Emmy Werner das mal. Äh, untersuchen dürfen an, einer, an einem ganzen Jahrgang von mhm. Menschen. hat die wirklich 20 Jahre begleitet. Und der Faktor Nummer eins war wirklich Beziehungen. Mhm. Das ist Hawaii, wie, wie heute, darfst du es nicht mehr so vorstellen, quasi so, oh, alles schön, alles alle tanzen samba, ja. nicht samba oder so. Irgendwelche lustigen rhythmischen Tänze. Mhm. Damals war es richtig noch, Entschuldigung, ein Drecksloch, also war wirklich Kriminalität und alles. Ja. Und da war es wirklich sehr gang und gäbe, quasi äh, abzurutschen. Aber mhm. in diesem Umfeld haben es dann irgendwie doch von den über 500 Leuten, also Menschen aus dem Jahrgang geschafft, nicht abzurutschen und ihren Weg ein normalen, gesatteltes Leben quasi aufzustellen. Mhm. Das war so der, der Ursprung der Resilienzforschung. Und da haben sie halt überlegt, so, was ist da dieser, haben sie einige Überlegungen angestellt, natürlich äh, Studien auch, und geschaut, was ist, was sind die Faktoren, dass quasi ein Drittel des schafft und zwei Drittel halt nicht. Drogen, Alkohol, Waffen. Und der Faktor Nummer eins war an der Stelle Beziehung. Mhm. Einfach Allgemeinbeziehungen? Oder meistens war ja das, war das, ähm, das Verhältnis bei den, zu den Eltern nicht so gut, aber da gab es meistens eine Figur, sei es ein Lehrer oder ein Sportcoach, Trainer oder was, der halt zu denen, die, die irgendwie mehr in den Kindern gesehen hat und die einfach äh, ein gutes Vorbild war für den. Also eine gute, eine stabile äh, menschliche Beziehung. An der Stelle, genau. Es wäre dann so sein, dein erster Tipp im Workshop: sucht hier irgendeinen, der an dich glaubt. Das erinnert mich an einen Satz von ähm, Edward de Bono. Er hat ein mhm. Buch geschrieben: Strategien und Taktiken erfolgreicher Menschen, wo er auch unter anderem schreibt, es wäre wichtig, dass man einen Menschen hat, der an einen glaubt. Mhm. Und er gibt noch den Tipp: Wenn du diesen Menschen findest, wäre es gut, wenn du ihn gleich heiratest. Das fand ich sehr praktisch formuliert. Also lass ihn nicht auskommen, den anderen Menschen. Ja, das habe ich, glaube ich. Ja, das freut mich. <laughs> ich ja. Ja, da ich, ich glaube, dieses, es gibt ja auch dieses Gott-Ash-Experiment, ähm, ist es, glaube ich, wo den Leuten diese einfachen geometrischen Figuren gezeigt werden. Also drei Linien und eine davon ist deutlich mhm. länger oder kürzer und die sollen dann sagen, welches länger und kürzer. Und ab irgendeinem Durchgang sag, sagen alle in der Gruppe die falsche Antwort und man guckt, ob eine, die eine Person sich anpasst, die die, die Versuchung mhm. Und die passen sich erstaunlich oft an. Ja. Wenn aber zwei Leute nicht eingeweiht sind, passen die sich so gut wie nie an, nein. weil es reicht, wenn eine andere Person derselben Meinung ist wie ja. du. Wenn ein anderer sagt, nein, die Linie ist die kürzere, dann hält man durch. Ihr habt gelernt. Ja. Und hast du auch in deinem Workshop den Leuten gesagt, wie sie denn diesen Menschen finden? Ähm. Tatsächlich nein, weil wir haben uns auf von den sieben von den sieben ähm, ähm, von den sieben Säulen tatsächlich auf den auf die konzentriert fokussiert, wo NLP nicht so viel bietet oder bzw wo also, wenn wir haben uns die Beziehung, wo jetzt einfach Standard ist Rapport aufbauen, pacing, leading oder sowas, darauf haben wir uns jetzt äh, gesagt, da sind wir ganz kurz drüber, da, da sind wir nicht so spitz drauf eingegangen, sondern die wo zum Beispiel wie Optimismus oder solche Säulen. Also, mhm. Sagen wir jetzt optimistisch, ja, aber wie? Ja, also darauf sind wir dann eher mhm. eingegangen und haben auch sehr viel ja, ausgetauscht, diskutiert, tatsächlich, ja. Haben auch Kontakte geknüpft im Workshop. Also war, war sehr interaktiv und sehr, sehr interessant für die Leute. Da würde ich jetzt mal sagen, wenn ein Beziehungstypen-Workshop gibt mit vermutlich vielen Beziehungstypen, dann sagen die auch, wir Beziehung knüpfen, da machen wir ein Häkchen dran, das läuft ja sowieso. Wir beschäftigen uns eher mit mentalen Sachen. Wir werden dann wahrscheinlich irgendwelche Erkenntnistypen zugucken und sich denken, okay, und wie kriege ich jetzt eine Person, die an mich glaubt? Ähm, ist es relevant, die sieben Säulen zu kennen? Weil ich kenne sie persönlich ehrlich gesagt nicht. Äh, ich kann sie kurz mal nennen, ja. Es ist Optimismus, ja, ja. Akzeptanz, Lösungsorientierung, Übernahme von Verantwortung, der Opferrolle, ähm, aktive Zukunftsplanung und Beziehungen. Mhm. Und das sind die Standard-Sieben, die öfter mal auch. Ein bisschen anders benannt sind. Ja. Ähm, aber manchmal, manche Modelle hat, wie gesagt auch acht, aber das ist das, das Klassische. Ja. Und das geht zurück auf diese Arbeit damals in Hawaii? Ja. Mhm. Okay. Und jetzt und. bin ich total gespannt bei dieser Liste, ich bin wirklich gespannt. Welche davon sagst du, dass die im NLP sowieso drin sind? Brauchen wir nicht groß uns drum zu kümmern ja. und ich vermute mal die, die Zukunftsplanung sowas, wirst du sagen, da haben wir im ja, NLP ganz Genau. Drin. Ja. und wo ja. sind die Stellen, wo du sagst, da muss dem NLP noch was hinzugefügt werden? Genau. Also, wir haben raussortiert, aktive Zukunftsplanung. Ich denke, Future Pace, äh, verlockende Zukunft, diverse Timeline-Formate, da haben wir im NLP wirklich sehr, sehr viel ähm, raus. Haben wir auch, wie gesagt, die Beziehungen. Ich mhm. weiß ähm, also jetzt einfach Rapport, ist ja auch noch schräg, schräg soziales Netzwerk. An der Stelle auch einfach soziales Panorama von Lukas Dirks ist da angebracht, denke ich. Ähm, ich glaube, da kann man sich im NLP austoben und ich glaube, das ist auch das, womit man am Endeffekt direkt nach dem ersten Wochenende Praktischer, glaube ich, raus, Tiger und sage so, so, und jetzt gehe ich in die nächste Bar und baue Rapport auf. Also das habe ich auch rausgelassen. Ähm, Lösungsorientierung habe ich auch rausgelassen, mhm. weil ich glaube, mit Metamodellen, mit den diversesten Fragemodellen, mhm. da haben wir auch mehr als genug in meiner LP am Start. Du weißt, welche Gruppe von Leuten jetzt rebelliert vor den Bildschirmen und äh, an den Kopfhörern? Das sind natürlich die von der lösungsorientierten Kurztherapie, die sagen: Wenn ihr NLPler lösungsorientiert werdet, müsst es uns nichts geben. Okay, Aber ja, ich, stimme ja, trotzdem ja. Zu. ich stimme dir trotzdem zu. Ja, und dann bleibt halt Optimismus, Akzeptanz und Übernahme von Verantwortung und verlassene Opferrolle übrig. Also, die vier ja. haben uns ange angeschaut, näher im Detail. Und ich habe da vor allem bei Optimismus ähm, ich so ein. Kollegen zitiert, also sein Modell hergenommen, ja, ich, ich glaube Ralf Ralf Stümpf, irgendwie so. Mhm. Ich habe dein Modelling vom guten Rolf Warte. Ein Franzose, Rolf Stümpf. Ja, genau. Ähm, den habe ich ähm, ja. auch quasi aufgearbeitet und mhm. dort präsentiert, natürlich auch genannt. Ähm, ja, weil das denke ich ein sehr gutes Modell ist, auch auch in, bei mir, für mich, für meine Frau, für mein Umfeld anwenden und auch immer bei gerne bei irgendwelchen Themen, wenn es denen nahe geht, auch einfach das gerne reframe mit deiner mit der Art und Weise. Ich glaube, da schließt sich sogar der Kreis, weil mein Optimismus-Modeling ist ja das Modeling von dem Buch von Martin Seligman. Ja. Und Martin Seligman, soweit ich weiß, gehört ja zur positiven Psychologie, die sich ganz dolle mit dem Thema Resilienz beschäftigt. Also im Grunde ja. kommt damit die Optimismusstrategie in deinem Workshop nur einfach dahin, wo sie eigentlich herkommt. Ich fand halt nur bei, bei Seligman damals ein bisschen frustrierend, dass er in seinem Buch geschrieben hat, wenn du halt nicht optimistisch bist in seinem Sinne, brauchst du im Grunde eine langjährige Therapie. Ja. Und da dachte ich mir, vielleicht geht es auch einfacher und ich kann mal gucken, ob es vielleicht einen Graubereich gibt von Leuten, die halt einfach optimistischer werden können, indem sie, wir müssen die das hier nicht ausbreiten, aber sozusagen einfach diese optimistischen Denkmuster, Erstmal rein mechanisch ausprobieren mhm. und an vielen Stellen merken, hey, damit lebt es sich angenehmer, ja, dann übernehmen sie es einfach. Und es gibt ja immer noch vielleicht ein paar Leute, die merken, dass sie da Prägungen haben, die sie mal anders angucken. Aber bei vielen Leuten ist diese rein technische Range erstaunlich gut. Aber es freut mich sehr, ich danke, dass du da die Optimismusstrategie reingetragen hast. Ja. Das, ähm, ist auch gut angekommen, denke ich. Das ist schön. Wollen wir es jetzt auf die Folter spannen oder soll ich es kurz ein bisschen ausführen? Du, ich, ich, bin, ich freue mich wirklich, äh, jetzt die, die Optimismusstrategie aus deinem Munde zu hören. Ich bin mir ganz sicher, dass ich auf dir sofort neue Details kennenlernen werde. Naja, weil, guck mal, wenn sowas durch eine andere Neurologie durchgeht und man es wiederhört, ja. dann ergeben sich, das ist ja Dils die mhm. Einstein-Strategie. Unter NLP-Lern, du kennst das, aber ich sag's mal für die anderen. Die Idee der Einstein-Strategie ist, ich finde den Satz so großartig, wo Dills in dem Buch schreibt: Welches Auge sieht eigentlich tiefenscharf? Das linke Auge sieht nicht tiefenscharf, das rechte Auge sieht nicht tiefenscharf. Das Gehirn errechnet die Tiefe durch den Unterschied von zwei sehr ähnlichen, aber nicht völlig gleichen Bildern. Und deswegen ist ja für ihn die Essenz der Einstein-Strategie, dass du einen Sachverhalt auf zwei ähnliche, aber unterschiedliche Arten beschreibst und dann kommt Tiefe ins Bild. Und von daher freue ich mich sehr, wenn du jetzt die Optimismusstrategie kurz. Da die Zeit läuft. <lacht> <lacht> ähm, ja, also man unterteilt an der Stelle einfach an, also natürlich, was ich möchte, angenehm und was ich nicht möchte, unangenehm. Und dafür gibt es drei verschiedene Kriterien. Und einer mal einfach mal die Dauer. Ähm, der Geltungsbereich oder noch quasi, worauf ich es beziehe, ob, ob auf mich oder auf irgendwelche anderen ähm, Personen, Gegenstände, Sachverhalte. Also in dem Falle äh, sagt man ja gerne, alles scheiße. Mhm. Äh, natürlich schreit auch gleich die Metamodellverletzung hoch, aber äh, auf meine ich. Ähm, aber meistens nicht alles scheiße und auch nicht für, schon gar nicht für immer. Und wenn man das auch gleich einfach so, ich habe mir... Gerade heute äh, bei ziemlich bewirktem Wetter am äh, 7. August 2023 um 16.31 Uhr, gerade kurz in C angetan, äh, mhm. angehauen, dann ist das was anderes, als wenn ich sage, alles immer scheiße. Äh, sagen wir mal so viel dazu. Ähm, der Geltungsbereich, ja genau, wie gesagt, habe hab ich schon einfließen lassen gerade, sehr spezifisch, heute hier nur in, äh, in meinem, an meinem Schreibtisch äh, und nicht immer und überall. Ähm, und dann ist natürlich... Wenn ich es dann noch äh, irgendwie quasi ähm, auf jemand anders schieben will, äh, dann ist natürlich jemand anderes schuld, natürlich der, meine Tochter, die da irgendwas liegen hat lassen oder so. <laughs> uh. mhm. Genau. Und dann haben wir schon die drei, die drei Kriterien. Vielleicht magst du noch ein bisschen, äh, bisschen Glitzer drüber streuen über die Strategie. Um, ich glaube, in deinem Alter, wo deine Tochter ist, redet die noch nicht so viele ausführliche Texte mit dir, aber äh, ich habe es jetzt einmal. Nur. Was? Die diskutiert nur schon mit uns. Ja, ich habe es erlebt bei meiner, als die anfing, sinnvoll zu reden, wo ich dachte, jetzt erlebe ich das, was ich in meinem Seminar erzähle, Kinder kommen mit der Optimismusstrategie. Also das musst du denen nicht beibringen, das haben die von vornherein drauf. Deswegen auch viel Spaß. Das heißt, immer wenn was klappt, ist das Kind persönlich dafür verantwortlich. Mhm. Wenn irgendwas nicht klappt, ist irgendjemand oder etwas anderes schuld. Ja, das, das haben die so drauf. Also ja, hat meine große Nicht im, im Kopf. Ja. ja, definitiv, ja. Er hat sie perfektioniert, ja. Ja, und ich hatte da immer diesen, diesen inneren Zwist, wo ich mir dachte, irgendwie mich nervt es jetzt ein kleines bisschen, dass sie die Welt so sieht. Ich weiß aber, es entspricht genau der Optimismusstrategie, die ich den Erwachsenen in meinen Seminaren beibringe. Mein Kind kann das. Soll ich es ihm wieder abgewöhnen oder was jetzt? Aber du, du merkst halt dann auch wirklich im Gespräch, dass dieser Optimismus, es ist halt wirklich eine Kraft, es ist halt eine Power, es ist auch Widerstand. Das heißt, dieses, da hat auch Frau Birkenbühl mal was drüber geschrieben, wo sie meinte, es ist für viele Führungskräfte ganz schwierig, mit Mitarbeitern zu arbeiten, die sich keine Schuldgefühle machen lassen. Oh ja, Wie soll ich. man die führen? <laughs> Schreibt sie dann in dem einen Buch. Und das ist halt, mhm. wenn Leute sehr optimistisch sind, kriegst du die halt nicht in diese Nummer rein. Ne? Ich schätze mal, da kommen wir gleich zu diesem auch Verantwortung übernehmen und aus der Opferrolle raus, weil mhm. wenn wir bei Martin Seligman sind, dessen Hauptarbeit war ja diese erlernte Hilflosigkeit, sich damit zu beschäftigen. Mhm. Ansonsten, weil du mich ja gebeten hast, noch ein Glitzer über die Optimismusstrategie. Ich habe gemerkt, mit, man kann mit einem Dialog aus zwei Sätzen, die ganze Optimismusstrategie sich merken. Und zwar, wenn einer kommt und sagt, ich bin so doof, dann ist das komplett pessimistisch, weil er nimmt es persönlich, mhm. es ist andauernd und es ist global. Und wenn du dann zurückfragst, was genau ist denn passiert, drehst du alles drei um. Du gehst von ich mhm. auf es. Du gehst von andauernd auf Vergangenheit und du gehst von was genau ist passiert, gehst du auch spezifisch. Das heißt, mit, diesen zwei, mit diesem Satz kann man sich im Grunde alle Elemente der Optimisten mhm. streiten. Und natürlich muss man immer dazu sagen, dieser eine Satz wird nicht reichen, um auch einen Pessimisten, einen Optimisten zu machen. Mhm. Aber er zeigt eine Richtung. Den, den fragt man ja sowieso schon meistens, gell? dass er das geschickt ja, ja. So, Nicht Vielleicht nicht konkret in der präzisen Art und Weise, aber ja. Naja, manchmal... Man fragt, man sagen, fragt ja schon, was, was ist denn passiert, fragt man schon meistens. Ja, ja manchmal sagen Leute aber einfach nur erzähl. Und ja. erzähl ist halt die Einladung hm. da weiter. Oder genau. einer kommt und sagt, ich bin so doof und du sagst, endlich merkst du es. <laughs> ich habe es doch schon immer gesagt. <laughs> hm. Okay. Ähm, also mein Gefühl ist, dass man von dort quasi direkt kommt zum... Ablegen der Opfernummer, ein Thema, was bei mir schon sehr spannende Assoziationen aufmacht. Ich bin neugierig, was du dazu sagst. Ich noch mal kurz auf. Nochmal bitte. Sorry. Ich sagte, da kommen wir dann quasi automatisch schon zum Thema Ablegen der Opfernummer. Ähm, ja, da kann man auch einiges machen. Ähm, indem man sich einfach mal seine Rollen bewusst wird. Mhm. Das ist so der, der, der Standard quasi laut, laut Resilienz-Ausbildung äh, quasi. Einfach mal wirklich, also ich habe es auch damals gemacht, wirklich alle meine Rollen, mir äh, einfach mal hier, das wunderschöne Whiteboard hier, die mhm. mit ich und dann rundherum hier äh, Teammitglied im Volleyball, Captain im Volleyball, äh, ähm, weiß ich was, ja. Damals noch nicht Familienvater, aber Bruder, Sohn, whatever. Angestellter ähm, und was dann halt alles auch daran nervt, ja. Solche, solche Themen und welche Ansprüche ich an diese Rollen habe, welche, welche Ansprüche andere an, an meine Rolle haben. Ähm, und dann kann man sich da schon viel besser reflektieren, was will ich dann noch, was will ich nicht und genau. Also für dich ist das Rausgehen aus der Opferrolle dann sozusagen verbunden mit dem Hineingehen in eine Rolle, in der ich mich. Wirkmächtiger fühle? Ja, zumindest mal bewusster an der Stelle, ja. Also bewusster, welche Rollen habe ich denn wirklich alles? Und will ich die alles noch haben? Und hm. da, da, genau, dann, also manche nennen es auch so, wie du sagst, Selbstwirksamkeit, also reinkommen in die Selbstwirksamkeit. Ähm, genau. Und gibt aber noch andere Sachen, also einfach auch noch die Sachen, wo wohl wo halt schlecht gelaufen sind, auch einfach noch zu reflektieren und zu gucken, was kann ich da besser machen an der, an der Situation, so einen kleinen Change History für die NLPler unter euch, die zuhören oder zuschauen. Genau. Ich habe ich hab gerade gesagt, dass da bei mir viele Assoziationen kommen, weil ich finde das Wort Opfer ist ein Wort, was gerade heutzutage einen gewaltigen Assoziationsraum aufmacht. Weil wir haben natürlich eine Kultur, ja. wo momentan das Opfersein fast schon belohnt wird an einigen Stellen. Also und ich, oder so gerade. Ganz konkret zum Beispiel an meine Tochter in der Schule, als wir irgendwann gemerkt haben, also sie war auf einer freien Schule als Grundschule. Freie Schule heißt, die Kinder lernen dann, wenn sie Lust haben, was bedeutet meistens nicht. Und mhm. drum kam sie halt aus dieser Schule raus und konnte nicht besonders gut lesen und schreiben ist jetzt auf dem Gymnasium, wo sie wunderbar mitkommt mit allem, aber man merkt beim Lesen und Schreiben halt einfach, dass sie sechs Jahre Grundschule nicht so viel da gemacht hat. Plötzlich gab es eine Diagnose Leserechtschreibschwäche, wo wir uns hier zu Hause der alle sicher sind, das ist völliger völlig Quatsch. Die hat keine Leserechtschreibschwäche, die hat das nur einfach lange nicht geübt. Aber irgendwann fiel ihr auf, Moment, diesen Stempel zu haben bedeutet, sie hat in jeder Schulaufgabe mehr Zeit mm. und die Rechtschreibung wird nicht bewertet. Wo okay. so. man nur sagen kann, da wärst du doch dumm, wenn du diesen Stempel versuchst abzuwaschen. Dann hat sie auf dem Papier noch einen Migrationshintergrund, der im wirklichen Leben auch keine Rolle spielt, weil die Mama ist Rumänin, also in Rumänien geboren, seit 14 mhm. Jahren in Deutschland und eingebürgert, alles drum und dran, deutscher als viele Deutsche. Aber zweiter Stempel ist Migrationshintergrund und dann ist sie auf einer mathematisch-naturwissenschaftlichen Schule und wie dieser erste Elternabend war, also der Vorstellelterabend, hat die Frau Direktorin stolz berichtet, sie hätten dieses Mädchenförderungsprogramm, das Mädchenförderungsprogramm, das speziell für Mädchen. habe ich irgendwann mich gemeldet, ich konnte nicht an mich halten und meinte, Entschuldigung, und was gibt es für die? Sie hat den Platz an der Schule trotzdem bekommen. Aber verstehst du, sie hat drei Brownie-Punkte. Sie ist ein Mädchen, sie hat einen Migrationshintergrund, sie hat eine lese Und das in Anführungszeichen Dumme ist, sie wird für alles drei belohnt. Und darum sage ich, es ist ein süßes Gift. Mhm. So, also gerade der Opferstatus, wo du eigentlich in Wirklichkeit überhaupt nicht Opfer bist, weil es dich eigentlich mhm. überhaupt nicht stört, aber du merkst, du hast Vorteile. Das ist ein Assoziationsraum zum Thema Opfer. Mhm. Also unter NLP lern du sagst rausgehen aus der Opferrolle, aber natürlich höre ich da den Six Step auch. Ja, was ist denn der, was ist denn der Gewinn der Opferrolle? Und der hat ja manchmal auch durchaus einen Gewinn. Aber mir kommt auch direkt ein äh, paar Worte von John Peterson hoch, ähm, der da sagt so: Ja, äh, Opferrolle ist halt oftmals die Kindeshaltung. Und wenn du halt manchmal nicht die richtigen Vorbilder hast, dann willst du halt natürlich auch nicht erwachsen werden, weil äh, er Erwachsene sind Kinder mit Geld. <laughs> Den kannte ich gar nicht. Der ist gut. Ja, <laughs> ähm. Mhm. Und er sagt aber, es sieht ja auch viel, viel Chance, viel, viel Potenzial, wenn du wirklich die Verantwortung übernimmst und wirklich erwachsen bist und dich erwachsen fällst und rational, logisch über irgendwelche Sachen nachdenkst und angehen kannst. Und ja, das muss man halt auch erstmal, diese Luft muss man auch erstmal schnuppern, ne? nicht nur Geld haben, sondern auch irgendwas mhm. im Kopf und äh, auf die Beine bringen. Ja. Da sind wir ganz dicht an einem Zirkel, weil du kannst sagen, um resilient zu werden, musst du aus der Opferrolle raus. Du kannst aber auch sagen, um aus der Opferrolle rauszukommen, musst du resilient sein. Also, da haben wir das Henne-Ei-Problem so ein bisschen. Und das ist ja schon gelöst, ne? Ja? Ja, das war dieses Jahr, dass das Henne-Ei- Problem evolutionsbiologisch jetzt erforscht ist. Ja. Ui, sag mir die Lösung, weil ich kenne sie nicht. Ähm, das muss ich selber kurz überlegen. Ich meine, es war die Henne. <laughs> Aber kannst du googeln. Es ist gelöst, das Rätsel. Ein, ein, ein großes Fragezeichen weniger. Das heißt, ein, ein jahrhundertelaufender Wettlauf in den Köpfen der Gelehrten ist jetzt entschieden, die Henne hat gewonnen. Ja, ich, ich glaube es so ja. <laughs> Aber nagel mich nicht drauf fest, google lieber nochmal selber. Mhm. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob ich wirklich in jeder Hinsicht Google mehr vertrauen sollte als dir. Manchmal finde ich ein menschliches Gegenüber dann doch <laughs> Also, ich, also ich fand es schon immer logischer. Aber gut, was ist schon logisch? <laughs> das das brauche ich einem mehr nicht zu sagen, glaube ich. Ja. Das Zweite, was mir einfällt, wenn du sagst Opfer, ja. dann kriege ich so einen Link auf das Dramadreieck. Mhm. Weiß ich nicht, kommt der Link bei dir auch? Gibt es auch eine Verknüpfung? Dass die, die Opferrolle ist ja eine von den drei ja. Rollen im Drama-Dreieck. Ja, schon. Kommt schon, ähm, aber wahrscheinlich nicht so laut wie bei dir. Mhm. Naja, wo ich mich dann überlege, ist sozusagen, wenn du jetzt in die, in die ähm, Retter- oder in die Anklägerrolle gehst, bist du dann resilienter oder bist du dann bloß auf eine andere Art unresilient? Das ist eine spannende Frage. Also quasi die, die Opfer, das Opferspiel, das ist, was die wenigste Resilienz hat. Außerdem, natürlich muss man auch dazu sagen, dass gerade wenn du ins Ramadreie gehst, ja, manch einer in diese Rolle geht, um Macht zu bekommen. Ja. Das ist wieder eine Idee. Dann ist das alles andere, als nicht resilient. Das Dritte deutlich ich nur an, weil da Triade, ne? bitte was. Da, da könnte man dann auch wieder äh, umsatteln auf die dunkle Triade. Ja. Aber das machen wir jetzt nicht auf. Muss ja auch mal spannender zu assoziieren. Und ja. dann, weil du es auch schon Jordan Peterson zweimal erwähnt hast, der ja. hat eigentlich das, 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 den Herbstenschluck eingeschenkt zum Thema Opfer, als er in irgendeinem Podcast mal meinte, das wäre nach seiner Meinung die größte Entdeckung der Menschheit, dass man ein Opfer bringen kann. Aber ich glaube, dass du sehr klar unterscheidest auch zwischen ein Opfer bringen mhm. und Opfer sein. Mhm. Aber das ist natürlich sehr dicht dran und ich habe ganz lange damit gerungen mit diesem Satz von Jordan Peterson. Das Opferbringen etwas sehr Positives. Ich habe mich inzwischen komplett damit versöhnt. Ich habe einen langen Weg da zurückgelegt. Mhm. Und irgendwann ist mir noch aufgefallen, aber jetzt wird es wirklich sehr philosophisch, dass die drei Rollen im Drama drei, gleichzeitig auch drei Eigenschaften sind, die man in der Religion Christus zuspricht, im positiven. Weil Christus ist das Opferlamm, der mhm. sich ja freiwillig opfert. Er ist der Retter der Welt. Und dann habe ich überlegt, wie kann ich denn jetzt hier den Verfolger, der ja im Original Prosecutor, also Ankläger, okay. dachte ich mir, das ist Christus der Richter. Also wir haben Richter, Retter und Opfer. Und seitdem ist der Begriff Opfer für mich sehr vielschichtig und sehr schildernd. Okay. Bin mir sicher, das war nicht das, was du in dem Resilienz-Seminar damit gemeint hast, sondern da geht es wirklich, dass dieses Ich-armes Opfer. Ne? Ja, genau. Ja. Okay. Das muss ich quasi so Selber an den Haaren rausziehen können. Ja. Ja, ja. Das war mit gemeint, genau. Okay. Ähm, ja. Auch einfach so Gedankenkreise stoppen, einfach mal so, stopp. Aber ich glaube, komplette, den kompletten Workshop und die Inhalte holen wir jetzt hier mhm. nicht nach, sondern die sollen dann lieber mal nächstes Jahr kommen. Ich wollte gerade sagen, du planst also auch nächstes Jahr wieder auf dem ja. Land Landsiedelkongress zu sein. Ja, definitiv war mega. War echt cool. Wirklich wie nach Hause kommen ja. Familienfeste sein sollten. Ich finde das so eigenartig. Also ich habe jetzt ja, es ist jetzt das zehnte Gespräch in der Reihe, was ich führe, dass wirklich jeder, wenn es Gespräch drauf kommt, das Wort familiär bringt. Also das ist, glaube ich, wirklich die entscheidende Qualität von diesem Kongress. dass ist, man mit jedem sofort eine Beziehung aufbauen kann. Man hat das Gefühl, man kennt sich, man gehört zu einer großen Familie. Es ist von allen Kongressen, die ich je erlebt habe, der konkurrenzfreiste. Man hat überhaupt nicht das Gefühl, die Leute treten gegeneinander an, trotz dieser eigentlich, das ist ja fast schon äh, Käfigfight, wenn, die dann, wenn man auf den Brunnen da muss. Aber es macht so viel Spaß. <laughs> es, war, es war wirklich der mit Abstand geilste Part vom ganzen, äh, vom, vom Rednerdasein quasi an, auf dem Kongress. Ja. Robert, du weißt, dass du da bis jetzt der Erste bist, oder? Alle anderen haben gesagt, dass, also ich habe so oft gehört, die 30 Sekunden am Brunnen waren beängstigender als eine Stunde Vortrag. Echt, ne? Ja. Also, ja, vorher ja. Habe ich auch gesagt, oh Gott, was erzähle ich, was erzähle ich, erzähl ich nicht? Ja. Ich glaube, manche denken, nehmen das war wahrscheinlich als, als Lampenfieber, ja. ja. Aber ich weiß nicht, ob es dank, äh, dank Efis äh, Lampenfieber-Crashkurs äh, war oder, oder generell. Ja, ich merke, dass ich, dass ich anders bin als sonst. Mhm. Aber so gefühlt kann ich fünf Sätze im Voraus denken ich so eine Aufmerksamkeit in jetzt habe, auch natürlich dank den 150 Leuten und 200 Leuten, die da rundherum sitzen. Und ja. ähm, das hat einfach nicht rausgesprudelt, so macht Sinn, ja, nee, so passt. Also grobes Konzept hatte ich vorher, das, das Ding auf dem, also der Pitch auf dem Brunnen, der war improvisiert, im Endeffekt. Aber sag mal, jetzt auf einer Metaebene ist ja. sowas nicht eigentlich exakt die Stelle, wo sich sowas wie Resilienz zeigt, also ob du an so einer Stelle aufblühst, oder ob du halt, weil guck mal, du könntest da alles machen, du könntest in die Opferrolle gehen, könnte mhm. könntest sagen, das Mikrofon klappt nicht, der Wind weht, ich sehe die Leute hinter mir nicht, ähm, es wird schon wieder schief gehen, quasi eine Runde Pessimismus und sowas, dann kommt eh keiner an meinen Vortrag. Also, ich verstehe, dass für viele dieser Pitch auf dem Brunnen eine ganz heikle Stelle ist, weil man kann sich ja auch einreden, dass davon so viel abhängt, und, ja, was ich in einem anderen Podcast schon gesagt habe, was danach kommt, ist Herr. Wenn dann Stefan rumfragt, bitte Hand heben, wer möchte in den Vortrag von? Und dann wird ja. bei einem gezählt, 58, 59, 60. Und beim zweiten wird gezählt, 7, 8, 9. Mhm. Und ich meine, das ist ja, halt kann ich sehr gut alle auch. Ne? Kann ich sehr gut nachvollziehen. Auf jeden Fall eine, eine, eine entscheidende, kritische Stelle. Ähm, ist eine gute Prüfung. Also, oder eine, eine gute Bestätigung, äh, wie es Leute ich habe Hinter für mich auch reflektiert: Mensch, äh, wie du sagst, da, da, da laufen ziemlich viele Fäden zusammen. Ähm, ja, und ich glaube, deswegen sind dann auch so viele gekommen. Ich meine, mir war schon klar, dass ich gegen Dagmar keine Chance habe. <laughs> bei, bei, bei dem Aussehen, bei der Ausstrahlung, <laughs> dann vor allem auch noch bei dem Thema. <laughs> ja. Aber da als Zweiter abzuschneiden, das hat mich sehr, sehr geehrt, hat mich wirklich sehr, sehr gefreut. Von Ron wurde auch gleich, gleich noch äh, gratuliert. Ähm, das war, ja. Ja, es gibt, es gibt so bestimmte Faktoren, die sind sehr schwer wegzupitchen. Und wie du schon sagst, ja. ähm, Aussehen und Thema spielt dann durchaus eine Rolle. Jetzt zu dem, was du gesagt hast, ich würde sagen, das ist das Geheimnis. Also auch in den Pitches, ich habe inzwischen Lust auf diese Pitches, mhm. aber der Trick ist auch, Absolute Gegenwart. Ja. Nicht vorher überlegen, was. Also, es gibt ja dann Leute, die den Pitch wochenlang vorher proben, sondern hingehen, hm, die Leute anschauen, mit denen Kontakt aufnehmen. Ich meine, es ist, ja, es ist ja auch so komisch, es ist ja diese familiäre Stimmung. Man mag sich ja. Die Leute, die drumherum stehen, mögen dich. Ja, ist, dann nimm doch einfach Kontakt auf mit ihnen und erzähl ihnen, was du machst. Mhm. Ja. Es ist definitiv auch für vielleicht weitere äh, Referenten die sich nächstes Jahr dafür interessieren also äh, einen besseren Übungsrahmen kriegst du nicht als dort wo du sagst hier familiäre fängt dich auf die wollen ja dass du da eine geile Show bietest und hätten ja auch einen, wollen in einen geilen Workshop hören also sehr sehr schönes Publikum ja definitiv sehr viel Freude bereitet ja ich habe andere Kongresse erlebt wo du im Grunde vor dir sitzen hast, die Hälfte der Gruppe sind irgendwelche Kollegen, die eigentlich nur entweder abgucken wollen, was sie von dir klauen können oder sich freuen, dass du baden gehst. Und das ist bei diesem Kongress in Seilersheim überhaupt nicht so. Genau wie du sagst, du merkst, dass alle das große Interesse haben, dass es ein toller Vortrag ist, dass man was mitnimmt. Und man lernt ja auch von den Kollegen ganz viel. In ja. Vorträgen, in den Pausengesprächen, es ist so mhm. eine tolle Stimmung miteinander. Glaubt es, äh, gute Miteinander ist ja familiäre äh, Freunde, ist aber auch, ich glaube, wir wissen, dass wir alle zu irgendwas Größerem da sind oder wegen was Größerem da sind. Und sei es jetzt Persönlichkeitsentwicklung, irgendwie, also ja. man Menschheit bewusster machen oder irgendwie sowas, die Richtung, ja. Potenzial von Menschen rausholen, ich glaube, da haben wir einfach eine, eine ziemlich große Schnittmenge. Mhm. Ja. Und das spürt man, deswegen, das sind man auf vielen Ebenen, glaube ich, gleich verbunden, ja. Ich finde, wer nach diesen Worten jetzt nicht gleich sich sofort anmeldet zum nächsten Kongress. Ich schreibe den Anmeldelink immer unter jedes Video und unter jedem Podcast runter, findet man da gleich direkt. Ich gucke auf die Uhr und ich freue mich, dass wir noch mindestens zwei Punkte auf der Liste haben. Uh, uh, uh. Ah, okay. Perfekt, perfekt, perfekt. Wenn ich richtig mitgerechnet habe, müsste jetzt noch kommen Verantwortung übernehmen. Ja. Und. Ja, ja, ja. Weiß ich nicht. Aber erstmal Verantwortung übernehmen. Das ist auf jeden Fall noch auf der Liste. Ja. Ähm, richtig, richtig. Geiles Zitat ähm, dazu. In unserem Team gibt es zwei neue Mitarbeiter. Jemand und niemand. Jemand baut ständig Mist und niemand ist schuld. <laughs> mhm. Also von da aus kann man, glaube ich, nur, nur gewinnen, wenn man das aufarbeitet. Ähm, genau. Also das, also wie, wie sagst du immer schön, eine, eine Formel der Veränderung sein A kennen und auch annehmen. Mir ne? ist auch beim Uwe das ist erst, erst annehmen und dann kann man auch loslassen. Ne? Ja, und das. er meinte davor auch einen Satz, der mir wirklich seitdem nachgeht. Erst wenn du selber deine Qualitäten annimmst, mhm. kannst du auch Geld dafür annehmen. Ja, genau. Das fand ich auch einen tollen Satz von ja. Uwe Meyer, dem Verkaufsenergizer, dass man da gleich noch auf den Podcast Nummer 5, 4, irgendwie so um den Dreh halt auch einer in der Reihe ähm, definitiv sehr geil hab ich mir ganz durchgeguckt ähm, war sehr viel dabei auch seine Energie glaube ich spricht, spricht Bände und wirklich ein paar Goldnuggets dabei ein paar habe ich auch drunter geschrieben unter das Video darum nennt er sich auch den Energizer aber sag mal ich würde mich wundern wenn da ein Tipp zum Thema Verantwortung übernehmen ist übernimm Verantwortung da kommt bestimmt mehr oder <laughs> ähm, also das, das fängt das fängt bei den Basics an also mhm. Wir sprechen ja von Resilienz. Wir sprechen von psychischer Widerstandskraft, wieder aufstehen können. Apropos aufstehen: ähm, Wann stehst dann du auf? Und wann gehst du ins Bett? Also da fängst schon an. Mhm. Du bist nicht psychisch widerstandsfähig und kannst dann nichts auf die Beine stellen in deinem Leben, wenn du nicht zu halbwegs geregelten Uhrzeiten ins Bett gehst mhm. und aufstehst. Also wirklich bei solchen Basics äh, fangen wir da an. Fange ich da an? Äh, und ich glaube, John Peterson ist es auch, glaube ich, einer seiner allerersten Fragen, die in seiner klinischen Psychologie äh, quasi abfragt, wann stehst du auf? Ist es früh genug und ist es regelmäßig genug? Und ja, da fängt es an. Äh, und dann genauso weiter mit körperlich äh, Ernährung, Bewegung. Mhm. Ja. Also ihr habt auch. Gerade... Irgendwie vor ein paar Monaten mal so ein Grünen-Politiker in einer Talkshow voller Inbrunst den Satz gesagt, er denke an diese vielen Menschen, die in diesem Land jeden Morgen um 8 Uhr aufstehen müssen und ihre Arbeit machen. Und er hat nicht verstanden, warum die Uminnerungen alle so entsetzt gucken, wie er das so gesagt hat. Aber dann wurde ein bisschen klar, in welcher Welt er lebt. Hm. Früher hatten wir mal den Witz, warum, warum Studenten um 6 Uhr aufstehen müssen, weil um halb sieben die Geschäfte schließen, aber inzwischen haben die auch länger auf. Ich fand das total spannend, weil ich war ja. einfach als Musiker eher jemand, der halt spät ins Bett ging und dann ja. auch 7, 8 Uhr aufstand. Und dann irgendwann war ich Vater und dachte mir, so die, 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 die größte Angst hatte ich wirklich vor dem sich irgendwann einfach ergebenden anderen Tagesrhythmus mit Schule und so weiter und so fort. Und es ist, ich hätte nicht geahnt, wie viel mehr Kraft und Energie und Struktur und Lebensfreude mir das gibt, einfach früher aufzustehen. Ja. Jetzt nicht freiwillig gemacht. Aber inzwischen stehe ich auch zwischen fünf und sechs. Und es ist, es ist, so, ich meine, ich, ich klinge jetzt quasi wie ein alter Mann, aber es ist ein anderes Leben. Es ja. ist ein anderes Leben. Ich gebe dir da komplett recht. Nehme ich auch schon wahr, ja. ja. Das ist, ähm, ich morgens direkt mit meiner Tochter und meiner Frau aufstehe, dann ähm, ich, ich brauche eine halbe Stunde vorher für mich. Ähm, ja. Das ist einfach Game Changer. Ja. Und ich freue mich ja schon auf die Kita dann ab November. Äh, da wird es dann noch früher sein, wahrscheinlich. Ja. Ähm, dann auch mit Bewegung direkt noch mal ein paar Kilometer weiter mit ihr. Aber das ist ein Game-Changer. Punkt. Was ich von meiner Tochter wirklich modelliert habe, ist, die Kinder stehen morgen so freudig auf. Also nicht irgendwie gequält, oh nein, ich will nicht, mhm. sondern mehr so, darf ich endlich aufstehen? Ein neuer Tag mhm. wartet. Also ich denke mal an diesen Satz aus Hitch, der Date-Doktor, wo der Satz vorkommt, beginne jeden Tag so, als wenn es mit Absicht wäre. Mhm. Das ist gut, Und das ist wirklich wie so ein Kind aufsteht. Es ist so eine Freude, das zu erleben, wie die gleich morgens so strahlen. Und ich habe sie dann auch mal gefragt, wie machst du das, weil ich bin nicht so aufgestanden. Und dann meinte sie zu mir, Papa, du musst erst aufstehen und dann wach werden. Das fand ich dann irgendwie nett, wo sie meinte, wenn sie, wenn sie liegen, weil ich habe ihr dann gesagt, ich, ich bleibe halt normalerweise gerne so lange liegen, bis ich wach bin. Dann meinte sie, das, das kommt nicht. Du musst erst aufstehen und dann musst ja. du wach werden. Erst steht auf und freut sich auf das Wachwerden. Ähm, apropos Wachwerden und auch Energie haben, ich greife mal jetzt vor. Ihr seht, da oben steht noch ein zweiter Name. Also, ich kennst du den guten Mann, Andrew Huberman? Überhaupt nicht. Dr. Andrew? Die, die beiden guten Herren haben auch schon miteinander einen Podcast gemacht. Mhm. Ähm, der ist an der Stanford University. Mhm. Und der sagt: ähm, Apropos Energie haben und Wachwerden. Direkt in der ersten halben Stunde deines Tages, geh raus und krieg Sonnenstrahlen in deine Augen, weil das macht dich munter. Ich glaube, bei Sonne reichen eine Minute, wenn es ein bisschen bewirkt ist, zwei bis fünf Minuten, das merkst mhm. du dann schon. Ich hampel ein bisschen rum auf dem Balkon. Beziehungsweise meistens liege ich dann auch noch im, äh, entweder in einer Eistonne oder im Pool, jetzt im Sommer, um dann einfach da das Beste draus zu machen. Ja. Abhärtung ist auch ein Punkt. Kommt später noch. Ich weiß, wie das in seiner Podcast-Reihe kommt auch einmal Wim Hof drin vor, der Iceman. Uh. Sehr gut. Sehr gut ja. Robert, ich sehe dich jetzt mit anderen Augen. Ich liebe das, es ist echt ein Geschenk. Also es ist echt. Währenddessen meditiere ich, aber danach ist einfach geil. Das heißt, da ist so richtig so eine Tonne stehen mit kaltem Wasser. Ich habe im Winter einfach eine Gartentonne und da hocke ich mich rein, gucke währenddessen quasi in die Sonne, wenn sie doch schon da ist, mhm. wenn sie nicht versteckt ist und äh, mache dabei meine Atemübungen. Ja. Also nachdem ich noch niemand davon begeistern konnte, sag mir zwei, drei Sätze, was ist das Tolle daran, morgens zu erfrieren? Da unterscheiden sich, also das spaltet sich in zwei Lager. Manche haben dabei, dabei Spaß. Ja. Da gehöre ich auf jeden Fall dazu. Und mhm. ich habe danach mega Spaß. Da habe ich aber, ist auch cool. Also, du hast einfach, äh, dadurch hast du mehr Dopamin, mehr Motivation. Sag mal so, ganz kurz. Ja. Das heißt, du aber hast du es von ja. Anfang und wirklich auch dann eine Wirkung gemerkt im Sinne von, boy, ja. dabei bleibe ich. Ja, definitiv. Ja. Und, und sei es nur, äh, du bist weniger krank. Mhm. Das ist Abhärtung ohne Ende. Äh, ja. Das Ding ist ja... Du ziehst dir sonst immer so viel an, wie du brauchst, um warm zu sein, um genau deine weiß ich, wofür Temperatur zu haben. Ähm, und dein Körper, der braucht aber eine gewisse Challenge, sonst wird dem langweilig. Und das gibst du dem da halt mit. Ja. Das ist sozusagen die tägliche Anti-Sauna. Ja, genau. Mhm. Ja, der Andrew Berman, der kombiniert das sogar. Weil mhm. es miteinander, also, habe ich jetzt noch nicht, weil ich keine Sauna da habe. <laughs> aber mir reicht es. Äh, ja. Kalt ist geil. Macht es mega Freude. dann danach wirklich echt gute Stimmung. Mhm. Kann ich wirklich nur weiterempfehlen. Ähm, wenn ihr den Namen googelt und dann irgendwo noch Code Exposure dazu, könnt ihr euch. Ähm, wenn wir zu so dem Podcasten Teil 2 machen, würde ich sagen, den machen wir dann live aus der Eistonne. <laughs> nee, da muss ich doch atmen und gucken, da habe ich genug zu tun. <laughs> ähm, ich überlege gerade, weil wir sind jetzt da ja drauf gekommen beim Thema Verantwortung übernehmen, ob das auch schon, ich vermute mal, es ist auch schon Teil deiner Antwort, ne? dass also Verantwortung übernehmen vielleicht ein Prozess ist, wo man sich einfach manchmal auch überwinden muss. Geht das so in die Richtung? Dass du ja, definitiv. Brauchst? Also Verantwortung, weil, wäre es so schön, wer soll dann verantwortlich sein für deinen Zustand, wenn nicht du selber? Also nehme ich die über die Verantwortung, es ist nicht nur mein Recht, sondern meine Pflicht. Und die übernehme ich und dann äh, mache ich das, was ich brauche, um in gutem Zustand zu sein. Ja. Und nicht so äh, müde, Kacke, alles blöd. Mhm. Ja, das ist das, das ist ein Puzzleteil. Gibt natürlich ein paar mehr, ne? <laughs> Gerne. Dein Podcast zählen noch zwei, drei Puzzleteile auf, damit wir nicht. Ähm, Verantwortung übernehmen aber einfach deine Selbstwahrnehmung stärken. Einfach ähm, ja, reflektieren. Ähm, auch einfach. Also, was auch einfach ein Querschnittsthema ist. Mhm. Ähm, meditieren an der Stelle. Meditation. Mhm. Ich glaube, du machst es auch regelmäßig. Äh, ich war im, im März auf einem zehntägigen Vipassana-Meditationskurs. Da auch ein bisschen vertieft. Ähm, ja, also kann man jetzt auch einen eigenen Podcast für machen, glaube ich. Aber das finde ich jetzt gerade so spannend. Wie kommst du beim Thema Verantwortung übernehmen auf Meditation? Also ja. den Link um, da sagen wir so, wir haben, wir haben gebrainstormt im Master Circle als auch äh, im, im Workshop dann vor Ort beim, beim Kongress und da kam es auch an der Stelle schon, ähm, ja wie, wie übernehme ich denn Verantwortung, wie, wie kann ich dann meine Selbstwahrnehmung stärken äh, und an der Stelle so, naja, Jim, da einfach mal meditierst, dann nimmst du wahr wie sich was in deinem Körper verhält und <laughs> was auf dich wirkt. An der Stelle habe ich den Link zur Meditation. <laughs> und wenn ich dieses, diese lustigen Säulen, ich glaube, in meinem, meiner, äh, meiner nennt sich das, in der Beschreibung von dem Kongress äh, Vortrag stand, dass ich ja noch ein Fundament quasi habe, aber ich hätte auch noch so eine Art Dach. Und Fundament mache ich später, aber das Dach verrate ich euch jetzt schon von wegen äh, Querschnitts. Äh, Fähigkeit ist Meditation an der Stelle sehe ich so mittlerweile. Also wenn ich das die sieben Säulen noch selber erweitern dürfte und noch mache in meinem in meinem ähm, in meinem Workshop, dann ist es quasi das Haus der Resilienz und es hat Fundament, sieben Säulen und halt auch das Dach der Meditation. Also von Meditation selber brauchst du mich echt nicht überzeugen, da bin ich ja. ein Fan von. Ich fand halt nur sehr spannend, Sie bei Verantwortung mit reinzunehmen. Aber es gibt durchaus schon Sinn. Ich finde auch das, aber ich will jetzt hier nicht irgendwie da, da, dein, dein Thema zu sehr zerphilosophieren. Okay. Auch bei der Verantwortung ist es, finde ich, ist, du bringst ganz, ganz große Worte, wo ganz große Konzepte dahinter sind. Und ich weiß noch, es war ein Seminar bei Gunter Schmidt, den du ja vermutlich auch kennst, den ja. Hypnose-Menschen. Und der hat, der hat ja eine Klinik für psychosomatische Medizin. Das ist eine Privatklinik, die ist eher teuer. Drum kommen Menschen dahin, die sich das leisten können, also überwiegend Manager mit Burnout. Mhm. Und er hat gesagt, bei denen ist im Grunde das Problem, dass sie sich für alles verantwortlich fühlen. Und also, wenn ja, einer erzählen kann von den Nachteilen von ich übernehme Verantwortung, dann ist es Gunter Schmidt und seine Patienten. Mhm. Ja, er meinte, am Ende sind es zwei Sachen, die die Leute fertig machen: Das eine ist, dass sie für alles verantwortlich sind und, weil halt sie die Top-Manager sind, und das zweite ist, sie wollen es jedem recht machen und das müssen wir aber jetzt nicht drüber reden, aber und er brachte auch ein Beispiel, was mir auch sehr nachgegangen ist. Er meinte, früher konntest du einfach krank sein, nehmen wir eine Erkältung oder sowas in der, in der Art. Du hattest einfach Schnupfen. Heute musst du dich fragen, was habe ich falsch gemacht, weil du bist verantwortlich dafür, dass du eine Erkältung hast. Und er meinte, er kennt genügend Leute in seiner Klinik, die an sowas kaputt gehen. Dass sie für alles, was in ihrem Leben passiert, sich verantwortlich fühlen. Deswegen würde ich sagen, es ist ein zweischneidiges Schwert. Ich stimme mhm. dir komplett zu. Mhm. Es ist wichtig für Resilienz und auch so im Leben, dass man Verantwortung übernehmen kann. Aber vielleicht nicht mehr, als man tragen kann. Ja. Aber heißt das nicht, das Leben schultert dir immer nur so viel auf, wie du tragen kannst? Ja, das Leben schon, aber manche Leute sind selber da sehr großzügig mit sich und packen noch ein bisschen was obendrauf. Mm. Und ähm, ich bringe ja das Thema manchmal auch in der Optimismusstrategie, wo ich dann auch immer darauf hinweise, unterscheide zwischen Verantwortung übernehmen und verantwortlich gemacht werden. Und das Zweite geschieht einem oft, ohne dass man es will, dass man eben einfach, wie du vorhin gesagt hast, mit jemand und niemand, dass dann irgendwann plötzlich jemand muss doch verantwortlich sein ich habe neulich in einem Blog äh, Text von jemandem gelesen, der hat gesagt, dass er mal irgendwann eine Stelle angeboten bekommen hat als Sicherheitsbeauftragter in einer Firma. Und die hätten ihm ganz offen gesagt, der Job sieht folgendermaßen aus, er bekommt gutes Geld, er kann gerne auf dem Golfplatz den Tag verbringen, er muss nicht in der Firma sein, aber wenn was schief geht, dann ist er verantwortlich und dafür ist er eingestellt. <laughs> dass sie dann quasi ein Opfer haben, der das abkriegen muss. Und er hat dann geschrieben in dem Blog, das wollte er nicht übernehmen, den Job. Aber ich finde, gut sozusagen als, als Organisation, Firmenorganigramm. Und hier ist der Herr Müller-Meyer-Huber, der ist verantwortlich. Okay, ja. Dafür kriegt er sein Geld. Nee. nee. Kennst du, wahrscheinlich kennst du es nicht, aber es gibt in der NLP-Szene von, oh Gott, die heißen die, die Intelligenz der Gefühle, Emotional Hostage. Ich glaube, Leslie Cameron Bandler und Michael Lebeau, aber leg mich nicht hundertprozentig fest. Das ist ein NLP-Buch aus den 80ern. Die haben ein Buch geschrieben darüber, wie aus NLP-Sicht Emotionen gebaut sind. Und die haben da drin eine Definition über Verantwortung, mit der ich bis heute nicht hundertprozentig übereinstimme, die aber sehr spannend ist. Weil die schreiben, Verantwortung übernimm bitte nur, wenn du drei Fragen mit einem klaren Ja beantworten kannst. Die erste Frage, ich kann das tun. Die zweite Frage, also kann ich das tun? Die zweite Frage, muss es getan werden? Und die dritte Frage, kann nur ich es tun? Und die meinen, nur wenn du alle drei Fragen mit Ja beantworten kannst, übernimm Verantwortung. Ansonsten kannst du gerne mithelfen, die anderen unterstützen, aber übernimm keine Verantwortung. Und gerade die dritte mit diesem, nur ich kann es tun. Hm. Ich merke jetzt Jahrzehnte, nachdem ich das Buch gelesen habe, ich verstehe die gute Absicht, aber irgendwas liegt da auch quer. Aber das ist die einzig mir bekannte Definition für Verantwortung aus dem NLP-Kontext. Okay. Kommt da sofort wieder dein Beispiel von wegen äh, abnehmen und Sport machen. Kann das jemand anderes für mich tun? Nein, muss ich selber machen. <laughs> Kann wir mal über meine Wohnung putzen? Ja. Ähm, ja. Hm. Spannend, ja? Ja. Okay, und einen haben wir noch auf der Liste, ne? Einen haben wir noch. Welchen haben wir dann noch? Wir haben noch die Akzeptanz, oder? Ja. So, die Akzeptanz. Ich vermute mal, es ist die Selbstakzeptanz oder es ist die Akzeptanz von dem, was einem das Leben bietet. So nach dem Motto, wenn ihr das Bewohl Leben das auch bieten. ja. Hm. Du kennst du ja vielleicht den C.G. Jung, kennst du ja bestimmt auch. Ja. Wir können eine Sache nicht verändern, wenn wir sie nicht akzeptieren. Also, für die NLPler unter euch, Formel der Veränderung, A plus Ressource gleich B. Wenn ich nicht weiß, wo A ist und wenn ich das nicht komplett annehme, kann ich keine Veränderung einleiten. Und Die gut. andere NLP-Übersetzung, erst Pacing, dann Leading, das ist dasselbe. Ich muss es halt erstmal annehmen, naja. Das, ist auch gut, ja. das habe ich in meinem Praktischen gelernt. Da mhm. hat, hat damals mein Trainer gesagt, der häufigst gemachte Fehler im NLP ist Leading ohne Pacing. Und das würde dementsprechend, ich will etwas verändern, ohne es anzunehmen. Mhm. Also, das hat für mich bis heute, 30 Jahre später, immer noch so viel Wahrheit. ist gut, ja. ja. Aber das finde ich gut, dass du sagst, nicht nur sich selbst annehmen, sondern auch das andere. Ja, definitiv. Mhm. Ich glaube, wo oder wie wären wir heute, hätten wir Corona damals nicht angenommen, ja? Mhm. Also die Krise an der Stelle und auch die Situation, in der wir uns jeder individuell äh, an der Stelle dadurch befanden, ähm, ja. Aber auch das ist natürlich jetzt wieder unter Modeling und NLP-Gesichtspunkten eine ziemlich einfache Nummer, den Leuten zu sagen, du musst es annehmen. Oder du musst dich annehmen. Da kommt sich ja sofort die Frage aus dem NLP, okay, und wie genau mache ich das? Ähm, das ich habe es am Anfang nicht verraten, aber die sieben Säulen unterteilen sich in Handlungs Handlungsaspekte hm. und Haltungsaspekte. Hm. Und wenn mich nicht alles toll ist, ist das jetzt hier, glaube ich, ein. Ein Haltungsaspekt, man. Etwas zum Beispiel, ich bin noch mal dabei, kurz beim Trinken. Eine schöne Unterteilung in Handlungs- und Haltungsaspekt. Das heißt, bei einigen Sachen würdest du sagen, es geht eher darum, einen Glaubenssatz zu übernehmen. Das ist der Haltungsaspekt. Und bei den anderen geht es darum, auf wahrscheinlich unteren logischen Ebenen wirklich eine mach und ja. strategie zu haben. Also Akzeptanz ist eine, eine Haltung, eine, eine Grundhaltung, die ich da quasi an den Tag legen darf. Und die Übernahme von Verantwortung, Beziehungen, verlassene Opferrolle mhm. und äh, aktive Zukunftsplanung wären dann die Handlungssachen. Das liegt da auch nah an der Stelle. Genau. Und da räumt da auch einfach ein paar, paar Glaubenssätze quasi auch schon, schon, schon aus oder ein. Also es gibt einfach neuen Dinge, die es lohnt sich zu akzeptieren. Ich nenne jetzt mal drei, einfach nur um um mhm. mal ein bisschen was äh, ins, ins Laufen zu bringen. Also im Workshop, wie war das so? Hinterher dann so, Robert, du, du, du kannst doch jetzt hier diese, 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 unsere Welt nicht auf den Kopf stellen und sie so gehen lassen, ja? Ich so, äh, doch. Ja. <laughs> ähm, weil man, manches muss einfach mal wirken und ich, ich hau mal ein paar Dinge raus. Jetzt. Die Dinge laufen nicht immer so, wie wir es gerne hätten. Wir alle machen Fehler. Die Welt ist nicht gerecht. Und die. Ach, komm, den ich noch raus. Ähm, Menschen sind unterschiedlich. Mm. Uh. Oh, oh, <laughs> Robert, Robert, Robert. Jetzt müssen wir Was habe ich jetzt gesagt? Jetzt müssen wir Richtig, gucken. Jetzt weiß ich sie nicht ja, das Orange. Hinweis unter dem Video eingeblendet bekommen, weil du jetzt ja das ganz große, grüne. Den ganz großen grünen Glaubenssatz angreifst mit so ja. <laughs> okay, Die Grünen haben jetzt gehört, äh, man hier sind mehr Wert als andere, aber das meine ich nicht. Wirklich. Ja. Ich weiß, du trägst auch immer absichtlich ein gelbes T-Shirt, wo so ein kleines bisschen Türkis schon durchschimmert. Ne? Ich, ja, kann, ich ich Stimmt, jetzt, wo du es sagst, ich habe es bisher mal als grün tituliert. Weißt du, ja. was hier rauskommt? Ja. ja. Für mich sieht das eher schon nach Türkis aus. Da sieht man schon den ersten Schimmer von Türkis. Ein ein, ein Teilnehmer äh, aus dem Trainerkurs was. Ja, ja, Robert, du trägst ja auch immer deine Spiral Dynamics Farbe, ne? Ja. Nein. Wir erklären ich... das jetzt nicht. Also, wer nee, das nee. Video guckt oder den Podcast hört und nicht weiß, was Spiral Dynamics ist, wir sagen nur beide, es lohnt sich definitiv, sich damit zu beschäftigen. Oh ja. Ich glaube, dass ich es in fast jedem Podcast mal irgendwo am Rande erwähnt habe. Es ist ein Modell, in dem man das einfach auch sehr, sehr gerne denkt. Aber ich behaupte, dass von diesen vier Sätzen, die du gerade rausgehauen hast, also der eine definitiv Spiral Dynamic sehr brisant ist, aber die anderen sich in gewisser Weise auch einsortieren lassen. Ich meine, auch der Gedanke der Gerechtigkeit gehört auf eine bestimmte Spiralebene drauf. Ja? Also da kann ich dir nur aus ganzem Herzen zustimmen. Diese Liste ist die von dir oder hast du die irgendwo. Die habe ich aus meiner Ausbildung heraus. Da gibt es noch ein paar neue. Also es sind neun in Summe hier. Ja. Kann Kön man überlegen, ob wir noch ein. Eine abgespeckte Variante. Hört ihr gerade das Kind schreien? Soll okay, ich okay, super gut. Äh, ob wir da jetzt noch was ähm, irgendwo, nicht schon oder sowas oder ein kleines Handout, keine Ahnung, aber ich glaube, die sollen einfach mal ins in Workshop kommen, oder? Das klingt sehr vernünftig. Ja, ja. Genau. Mhm. Mhm. Ja. Wobei natürlich also jetzt wieder unter Modeling -Six -Punkt, das auch wieder so eine Nummer ist, von wegen, ähm, akzeptiert den Satz einfach. Das sagt sich leicht. Und ich glaube, ich meine, ich habe jetzt auch gestrahlt und wir haben beide gemeinsam gestrahlt. Ich glaube, wir strahlen deswegen, weil es eher so ein Gefühl ist: ach Gott, endlich sagt's mal einer, ich spüre es schon die ganze Zeit. Aber was macht denn jemanden, wo du damit, wie du schon gesagt hast, das Leben mal kurz auf den Kopf stellst? Ja, der eine, der eine Satz ist: es gibt Böses auf der Welt. Und da erinnere ich mich noch an, an unseren Spyle Dynamics-Ausflug bei dir in, in privater Session. dass wir gemeint, es gibt auch Böses Gelb. Ja. Und mit dem war ich dann auch eine Weile lang schwanger gegangen. Das hast du ja immer angemerkt. Ähm, ja, ähm, das, das ja. Das manch, manchmal manch, manche Leute du damit an und wie heißt das schon? Verwirrung ist die, ist der Anfang von Veränderung. Also von daher. Ich schreibe im Augenblick ja eine Newsletter-Serie, wo ich so eine bestimmte, ich nenne den mal Kalendersprüche, auseinandernehme und mal gucke, was drin ist. Und da ist mein Ansatz, wo ich glaube, dass es manchen Leuten vielleicht auch leichter fällt, sich so einen Satz anzunehmen, zu reframen, dass ich sage, guck einfach, was er macht. Also, mhm. in welcher Welt lebst du, wenn du davon ausgehst, es gibt auch Böses? Und in welcher Welt lebst du, wenn du davon ausgehst, es gibt nichts Böses? Und dann denke ich halt an den von uns jetzt schon dreimal erwähnten Jordan Peterson, der sagt, er hat lange noch mit Leuten gearbeitet mit posttraumatischer Belastungsstörung. Und seine Erfahrung ist, es trifft vor allem die, die vorher nicht für möglich hielten, dass es Böses gibt auf der Welt. Und plötzlich steht das Böse fett in deinem Leben. Wenn mhm. du das vorher für möglich hieltest, dass es das Böse gibt, dass es böse Menschen gibt, dann kannst du damit umgehen. Aber wenn in dem Augenblick deine Welt zusammenbricht, weil in deiner Welt gab es nichts Böses, plötzlich ist es aber bei dir. Und dann meinte er doch, und das fand ich besonders bitter, er meinte, am schlimmsten trifft es die Leute, die nicht geahnt haben, dass sie selbst böse sein können. Also die in den Krieg zum Beispiel gehen als Soldaten und plötzlich im Krieg Dinge machen, von ja, denen sie nicht wussten, ja. dass sie selbst dazu entstanden sind. Ja, und, ja. Ja. Ähm, Jordan Peterson, ich sage es jetzt nicht für dich, weil du kennst die Geschichte bestimmt, aber ich finde es eine unglaublich tiefe Geschichte. Er sagt halt, er hat als junger Mann einen Bericht gelesen über Nazi-Deutschland und über die über die Wachen im KZ. Und er hat sich gefragt, wie wurde aus diesen normalen jungen Männern sowas? Und dann meinte er, ihm war damals schon klar, wenn er jetzt sagen würde, mir könnte sowas niemals passieren, dann erhöht er die Chance, dass es ihm passiert. Also so, so diese Reflexion hatte er. Und darum ist ja sozusagen sein Lebenswerk in Maps of Meaning die Frage: Wie kommt es, dass gute Menschen Böses machen? Und darum ist es für ihn halt einfach eine ganz zentrale Annahme: es gibt das Böse. Und also gerade das mit dem posttraumatischen Belastungssyndrom ist halt, wo ich sage: bei so einem Satz, du kannst ja wie in der NLP-Glaubenssatzboutique also die, die Dinger mal anziehen, so ein Glaubenssatz, mhm. und überlegen: ja, wie lebe ich so und wie lebe ich so? Und plötzlich merkst du, es ist vielleicht gar nicht gut, das Böse zu negieren. Also, das erste Mal, wo ich damit in Kontakt gekommen bin, das war, war ich ganz frisch gebackener NLP-Trainer. Und da hatte ich so einen sehr philosophischen Teilnehmer und der meinte zu mir, ihn würde vor allem stören, NLP negiert die Existenz des Bösen. Ey, das hat mich getroffen, wie so, als ob ich einen Bus streift. Also als Jungtrainer rechnest du nicht gerade mhm. mit dem Satz von einem Teilnehmer. <laughs> das ist ein guter Impuls, den schreibe ich jetzt hier ja, mal hin. <laughs> Aber heute muss ich sagen, der hat einfach einen Punkt gefunden, weil von wegen mhm. hinter jedem Verhalten ist eine gute Absicht. Ja, es ist ein Modell, aber ein anderes Modell ist auch zu sagen, es gibt das Böse. Mein Resümee ist, muss ich sagen, muss an dieser Stelle hat das Christentum die für mich beste Lösung gefunden. Christentum sagt, es gibt das Böse, definitiv, mhm. aber du als Mensch, kannst nicht sicher sagen, ob das jetzt böse oder gut ist. Mit anderen Worten: richtet nicht auf, mhm. dass ihr nicht gerichtet werdet. Also mein mein Angebot ist: rechne damit, dass es das Böse gibt, aber halte dich zurück beim Urteilen, ob das jetzt böse ist. Mhm. Aber ansonsten, ich bin jetzt schon verliebt in deine vier Sätze. Ich finde die richtig eine, eine tolle Sammlung, dass man das mal Leuten einfach so einschenkt. Mhm. Ja, das habe ich auch einfach so stehen lassen. Mal. Ja. Ja, mir kommt auch gerade noch ähm, von wegen vorbereitet sein aufs Böse. Ich habe äh, auch öfter mal Coaches, die einfach im, im Job auch mit äh, Narzissten als Vorgesetzten zu tun haben. Und wenn du da nicht drauf vorbereitet bist, da irgendwie, ähm, dann kannst du mal gut und gerne mal schnell ans Burnout gehen. Ja, ich meine, das Thema, was wir auch beide teilen, dein Thema ist 21 Monate alt, meins ist 14 Jahre alt. Ich finde, das ist eine der, du hast auch Mädchen, oder? Ja. Ich finde, das ist eine der schwierigsten Fragen überhaupt. Wie weit soll ich meine Tochter auf das Böse vorbereiten? Mache ich ihr damit, setze ich ihr damit erst Gedanken in den Kopf, wo mhm. ich sage, passiert es gar nicht oder möchte ich sie da unvorbereitet reinlaufen lassen? Vielleicht sind wir da als Väter mit Töchtern nochmal besonders übersensibel. Aber es ist, finde ich, eine ganz heikle, philosophische und praktische Frage gleichzeitig. Wie weit warnen? Und wie weit vertrauen? Wie machst du es? <laughs> äh, ich laviere mich so durch und immer, wenn ich das Thema anfange, Papa, ich kenne mich aus. Ja, gut. <laughs> ja. ja. ich, ich fand es aber auch schon bemerkenswert, wie die Armener quasi auf dem Kongress dort agiert und einfach äh, rumgelaufen ist, quasi als wäre also es wirklich die komplette Familie. Ich meine, ich weiß nicht, ob ich so als 14-Jähriger. Äh, so rumgelaufen wäre bei so vielen, ich sag mal, auch Urgestein und weiß ich was, also mhm. da wäre ich anders unterwegs gewesen. Geschweige, dann war ich nie sowas auf sowas. Ja. Also da Respekt. Sie hat ja auch vor, dass sie nächstes Jahr dort einen Vortrag anbietet. Sehr nice. Wir wissen jetzt schon das Thema? Wie war das? Ja, wir wissen auch schon das Thema. Wir, wir, wir düfteln noch über Feinheiten. Es wird irgendwas sein, Umgang zwischen Eltern und Kindern. Wir mhm. schwanken nur noch aus welcher Perspektive. Also Ihr Vortrags, ihr, Ihre Idee ist, sie will Eltern beibringen, wie sie sich so benehmen, dass es den Kindern gut geht? Das ist gut. Alles andere gibt es ja schon. Ja. Aber irgendwas <laughs> in die Richtung, in die Richtung wird, wird wahrscheinlich geschehen. Ja, aber weißt du, da jetzt wieder, ich gehe jetzt mal in meine kritische Vaterrolle, gerade wenn sie so viel in so Kreisen ist, wo alle es gut meinen mit ihr, ist es da nicht besonders wichtig, Sie darauf hinzuweisen, dass diese Kreise nicht die Welt sind. Aber ich weiß, es ist ein. Es ist ein Vermutlich eins dieser Themen, wo es keine richtige und falsche Entscheidung gibt. Ich habe dich ja ganz am Anfang gefragt, ob dieses Thema Resilienz auch damit zu tun hat, dass du eben seit 21 Monaten Vater bist. Weil das Lustige ist, ich habe das Wort Resilienz zum ersten Mal gehört, als ich irgendwann aufgefangen habe, es wäre total wichtig, dafür zu sorgen, dass die Kinder resilient werden. Und dann dachte ich mir, was ist das? Ich kenne das nicht. Und habe okay. mich dann angefangen, mit Resilienz zu beschäftigen und zwar unter dem Blickwinkel, wie sorge ich dafür, dass mein Kind resilient wird. Mhm. Und habe dann halt auch ziemlich schnell gemerkt, hast du vielleicht auch erwähnt, dass diese, das weiß nie so meins, aber man sieht es halt in Prenzlauer Berg ganz viel, diese Helikoptereltern, die meinen es so gut und hinterher was rauskommt, ist das völlige Gegenteil von Resilienz. Ja. Und auch dazu hat der gute Jordan Peterson auch einen guten äh, Impuls, fand ich genauso. Dachte ich, oh, lass die doch, lass die doch im Zweifelsfall, weiß ich was da äh, rummanschen, ja. Ähm, warum das früher aber anders war, war, ähm, wir hatten früher halt einfach, also Menschen hatten früher sieben, whatever, äh, sieben, acht, neun Kinder. Jetzt haben wir halt nur noch eins oder zwei. Also, und davon in sieben, acht war überhaupt kein Thema, wenn da zwei, drei vielleicht noch bei Hops gehen, jetzt böse gesprochen. Ähm, aber jetzt, wenn halt nur eins oder zwei hast, dann ist das halt schon ein herber Verlust. Und deswegen kann man das schon halt verstehen, nachvollziehen. Also ich bin dadurch auch etwas milder geworden mit denen, auch mit meiner Frau. <lacht> <lacht> ähm, aber das ja, ist halt entsprechend jetzt anders als früher. Übrigens, damit mit Vätern und Müttern und wann man sich wann Sorgen macht. Also, ich sehe es inzwischen so: die ersten vielleicht zehn Jahre machen sich die Mütter ganz tolle viel Sorgen und die Väter sagen, da ja, wird schon alles gut gehen, irgendwie schickt das Kind ins Leben. Und dann gerade bei den Töchtern kommt plötzlich der Wechsel, wo die Mütter anfangen zu pushen: komm, zieh dich mal schön an, schmink dich mal, mach mal irgendwie. Und die Väter, um Gottes Willen, halte dich zurück. Aber ich glaube, dass auch selbst das wieder irgendwie gut eingerichtet ist, dass das Kind quasi immer eine Person hat, die er so ein bisschen beschleunigt und die andere, die so ein bisschen abbremst. Und dann kannst du halt, egal wo du hingehst, auf die Balance gehen. Also, Armene hatte das sehr früh, dass sie dann manchmal, wenn irgendeine Freundin meinte, hast du Zeit mitzukommen, hat sie das Telefon kurz gemacht, hat gesagt: Papa, bitte verbiete mir das jetzt gleich. Dann hat sie laut gemacht und meinte, Papa, darf ich? Und ich dann, nein, du darfst nicht. Und sie, oh, mein Papa verbietet es mir leider. Das heißt, es war so cool zu merken, wie die, die sind ja nicht doof. Das heißt, das wird dann irgendwann bewusst eingesetzt, dass man also quasi, wenn du als Eltern ein bestimmtes Spektrum bietest, dann können die Kinder sich einfach raussuchen, was sie gerade brauchen. Aber hattest du den Punkt auch im Workshop? Also wie mache ich andere Resilienz? Ich glaube, das ist ja auch ein Thema im Business zum Teil. Wie mach ich, wie mache ich Mitarbeiter resilient? Ich habe in meinen Anfangsjahren häufig Kurse gegeben für Leute, die Kaltakquise machen mussten. Ich glaube, wenn ich damals schon das Thema Resilienz gekannt hätte, hätte ich die Kurse anders gegeben. Weil das wär, war deren Hauptthema. Die waren, ich meine, verstehe, wenn du eine Kaltakquise machst, bekommst du bei 100 Anrufen 99 mal Nein. Ja. Wenn du da nicht resilient bist, bist du einfach hinterher ein Wrack. Andere resilient machen? Nein, der war jetzt, ähm, hatte ich glaube ich auch in meinem Pitch äh, gut erwähnt, es war wirklich. Endergebnis von dem Workshop sollte sein, was ist meine persönliche Strategie mhm. für mich, für meine nächste Krise quasi? Oder das habe ich auch, auch aufgemeldet, auch, mhm. auch gemacht das Feld, äh, wenn du jetzt selber keine Krise hast und noch keinen Blick hast, äh, dann für deinen Coach, für dein äh, Gegenüber. Das habe ich schon, aber das habe ich jetzt nicht zum Thema gemacht. Das sollten die, diejenigen mhm. quasi für sich selber machen. Ähm, aber gut, da das. Gibt es ja einiges auch einfach umzukehren an der Stelle, ja. Aber sowas wie Resilienz Coach ist sozusagen jetzt ein eigenes Themenfeld, in dem man sich bewegen kann. Wie meinst das du das? Heißt, weil du sagst, es gibt eine Ausbildung sogar. Also ist dann sowas wie Resilienz Coach sozusagen ein eigenes Themenfeld, wo man sagen kann, ich bin Coach für Resilienz? Ähm, ich habe jetzt Ausbildung zum Trainer, Resilienztrainer also mhm. gemacht. Ähm, Coach ähm, gibt es ja bei, bei Landsiedel auch ein, ein Modul. Mhm. Ähm, Gut, aber die, die Grundidee, dass man also quasi wirklich sich, dass das Thema so groß und so umfangreich ist, dass man sagt, es ist nicht nur ein nettes Extra-Feature für einen Trainer oder Coach, das kann schon wirklich ein eigenes Thema sein für einen eigenen Workshop, für einen eigenen Tag. Äh, das ist mehr als einen Tag. Also, das ist, also der, 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 die, der Minimum Grundstock, den man mitbekommt, sind 8 mal 1,5 Stunden. Mhm. Ähm, meine Ausbildung ging mehr als eine Woche. Mhm. Und aber ich glaube, wir haben es alle erlebt: Corona, ähm, wer da nicht resilient war, so war ja auch mein, <laughs> mein, mein Pitch an der Stelle. Wer in Corona nicht resilient war oder äh, resilient geworden ist, dadurch, der ist heute woanders als vorher. Und je nachdem, wie resilient die Leute sind, siehst du jetzt. Wo die stehen. Also, das äh, ist, ist noch mehr geworden, fand ich. Also, wenn ich du jetzt Corona ansprichst, da muss ich natürlich auch ein bisschen einsteigen. Ähm, mhm. Ich fand es im Nachhinein gesehen, das äh, härteste und beste Coaching, was ich in meinem Leben je hatte. Ich bin durch Höhen und Tiefen gegangen und die Tiefen waren auch reichlich. Und ich stelle fest, rückblickend, in Summe gibt es kaum was Besseres, was mir je passiert ist, als diese zwei, drei Jahre. Ich habe so viel gelernt und mich so sehr viel weiterentwickelt. Aber die große für mich immer noch ungeklärte Frage ist, hätte ich, weil es gibt auch Leute, die haben für, ganz klar sagen, Schaden genommen in der Zeit. Hätte man es vorher sagen können, wer landet in welcher Gruppe, wer landet in der Gruppe, die daraus profitieren und wer landet in der Gruppe, die das nicht wegstecken können? Hat es mit Resilienz zu tun? Ich weiß es nicht. Also das, die, die ist für mich bis jetzt ungeklärt die Frage, weil... Im Bekanntenkreis umguckend. Man hatte irgendwann zwei Gruppen mhm. und ich habe mir überlegt, ich hätte bei den wenigsten Leuten vorher sagen können, in welche Gruppe werden die landen. Und ich suche immer noch das Kriterium. Ich finde es nicht. Aber eigentlich könnte Resilienz ein Kandidat sein. Also je nachdem, wie du schneidest, das Thema gewiss bin ich, ja. glaube ich schon. <laughs> ähm, NLP ist keins, zumindest in meinem Umkreis nicht. Ja. Ja, Darauf da, da auch von bis dabei. Ja. Vielleicht noch, was die, sagen wir mal, was, die, was die Tiefe und sowas angeht, aber weiß ich nicht, habe ich nicht, na-, nicht genug nachverfolgt. Aber <h Dip evacuation> ähm, wie, wie, wie entspannt man damit umgeht, uh, glaube ich, sind wir uns beide einig. Wer uh, es Dynamics kennt und auch ein bisschen durchdrungen hat, für den war das super entspannt. <laughs> und er wusste, wie es läuft und Verständnis schafft halt Frieden. Ne? Das ist auch. Für mich noch das Beste, mit dem ich aber nicht auch nicht ganz zufrieden bin, zu sagen, wer schon Richtung Gelb unterwegs war, kam ganz gut durch. Wer noch sehr tief im Grün oder Anfang von Grün weiten, hat es ein bisschen mehr erwischt. Hm. Aber so also hundertprozentig ist es das auch nicht, weil ich kenne auch Leute, die sind, die sind mächtig orange und haben das ganz locker und entspannt hinbekommen. Ja, das war ja auch die Art und Weise oder worauf du dich fokussierst, wenn man. Wenn ich jetzt Unternehmer gewesen wäre in Anfang Corona, dann jetzt auf ja. jeden Fall sofort noch irgendwo eine, ähm, ist hier eine, eine Maskenfabrik äh, kaufen oder investieren. ja? <laughs> habe ich ja halt genug zu tun, da brauche ich mir gar keine Sorgen machen. Also. Ja. Ja. Du hast ja vielleicht auch mitbekommen, ich habe ja dann, nachdem das losging, die ersten Letter, Newsletter über Corona geschrieben, habe dann das Thema im Grunde zwei Jahre durchgespielt, weil ich fand es auch gerade unter NLP-Gesichtspunkten so ein... Es klingt jetzt ein bisschen paradox, aber so eine Fülle von Angeboten. Und es war ja für mich auch im Grunde der Startschuss, zu sagen mit NLP raus aus dem Elfenbeinturm. Das ist nicht nur irgendwie Theorie. Das ist nicht nur mhm. für Coachingsitzungen. Das muss ins normale Leben, weil ich habe halt auch gemerkt, wie du vermutlich auch. Es gibt genügend Leute, die leiden gerade. Mhm. Die kommen damit nicht klar. Man muss denen irgendwie helfen. Und würdest jetzt ja. du sagen? Aber du würdest sagen, dass du quasi vorher die Resilienz entwickelt hattest, die dir geholfen hat, da durchzugehen? Oder würdest du eher sagen, du hast währenddessen die Resilienz entwickelt? Nee, schon vorher. Aber ich war, glaube ich, schon vorher auf einem guten Level ja. äh, und habe es dann noch weiter verstärkt, ausgebaut. Ja, Im Grunde ist es das, was du jetzt auch als Schlusssatz gesagt hast. Ähm, werde resilient, du weißt nicht, wann du es brauchen wirst. Ja, die, Krise, die nächste Krise kommt gewiss. Die nächste Krise kommt gewiss und auch aus Corona lernt, sie mhm. wird wahrscheinlich an einer unerwarteten Stelle kommen. Weil von all das den Krisen, so die wir dann doch auf dem Schirm hatten, war die, glaube ich, nicht sehr weit oben in der Liste der potenziellen Krisen, der wir uns entgegensehen. Ich habe mir jetzt auf, auf Amazon eine Serie angeguckt, ich muss sie nicht groß nennen, obwohl sie gut war, aber ich will hier keine große, große Werbung für Amazon-Serien machen. Aber ja. da ist auch so eine, so eine Science-Fiction-Geschichte, wo im Jahre 2100 kaum noch Menschen auf der Welt leben. Die wenigen leben aber gut. Und ja. viele sind, also die allermeisten sind zwischendurch verschwunden. Und dann gibt es halt Zeitreisen und die Heldin aus dem Jahre 2030 versucht herauszufinden, warum im Jahre 2100 kaum noch Menschen leben. Und dann stellt sie fest, die reden immer vom Jackpot als Ursache. Und sie wundert sich über das Wort Jackpot. Und irgendwann kommt raus, die nennen es deswegen Jackpot, weil vier unwahrscheinliche Katastrophen gleichzeitig passiert sind. Und deswegen, oh, okay. und deswegen hat sich sozusagen der Begriff Jackpot dafür ein, äh, eingebürgert, wo ich mir dachte: Das stimmt, das hat man ja so auch nicht auf dem Schirm. Es ist ja vielleicht mal irgendwann, also bei denen war es auch, es war eine Pandemie, es war eine, eine Ökokatastrophe, es war was Terroristisches und es war ein Blackout. Gleich, also innerhalb von kürzester Zeit nacheinander. Und nachdem okay. da so dramatisch unwahrscheinlich ist, dass alles viel passiert, nennen die das halt dann in ihrer Historie Jackpot. Okay, schönes Reframing. Ja, das äh, dachte ich mir auch, NLPler hätten da ihre Freude. Ja. Ähm, doch, vielleicht so als Schlussgedanke: Resilienz ist sozusagen das Universalwerkzeug für das, was kommt. Wenn du das Fundament hast. Das fehlt jetzt noch. Das fehlt noch, genau. Sag's uns. Der eigene gute Zustand. Der spielt zwar in vielen Säulen schon mit rein, aber ich finde es so enorm wichtig, weil ich, ich kannte das. Ich kannte Lösungsorientierung, ich kannte mhm. Zukunftsplanung. Aber wenn du dann zu müde, zu abgeschlagen, zu whatever, um überhaupt irgendwo deine Zukunft in die Hand zu nehmen, ähm, deswegen habe ich da quasi das Fundament draus gemacht. Wenn du das nicht machst, also das, das Tun, mhm. ähm, dann ist das nichts. Also wie ist es? Wo, tun ist wie wollen nur krasser. Ja. Ähm, und für das tun ist die Voraussetzung der eigene gute Zustand. Ja, das lernt man natürlich zu großem Teil im praktischen. Aber ich glaube, so ein bisschen Boosten kann man es noch mit ein bisschen Schlaf-, Bewegungs- und Ernährungskenntnissen ähm quasi ja. Also wie eingangs schon erwähnt, von wegen regelmäßig früh aufstehen und ins Bett gehen und genug schlafen Robert, und sowas. Robert, du bist auch der Mann bin. mit dem Podcast, mit diesem... Begriffen, die so unfassbar komplex sind. Also, ich stimme dir auch zu. Ich sage gerne auch oft, praktischer inhalt in einem Satz ist eigener guter Zustand. Ja. Womit ich auch sagen will, zu lernen, wie man in einen guten Zustand kommt, ist definitiv kein Thema für einen Nachmittag. Ja, genau. Es ist ein Thema, das kann dich Monate und Jahre beschäftigen. Und dann kommt man halt irgendwann auch zu Leuten, wie ich nehme mal jetzt ein krasses Beispiel: Milton Erickson, der ja vom körperlichen Zustand her. Alles andere als im guten Zustand war. Und jeder, der ihn getroffen hat, also ich weiß, wenn Gunter Schmidt über ihn redet, die dann sagen, sie haben keinen anderen Menschen jemals kennengelernt, der so viel Kraft und Lebensfreude und Power und Zugewandtheit ausgeströmt hat, wie dieser Mann, der seinen Körper fast überhaupt nicht mehr einsetzen konnte. Ich weiß, es ist eine krasse Ausnahme, mhm. aber guter Zustand ist auch ein super komplexes Thema. Also ich habe, ähm, ich glaube, die Geschichte kennst du gar nicht. Ich habe. Man bringt ja manchmal in NLP diese Idee, wie geht es dir auf einer Skala von 0 bis 10? Und dann kommt halt irgendeine Zahl und was wäre ein Punkt mehr, was wäre ein Punkt weniger? Und ähm, mhm. eine Idee davon ist ja auch mitkriegen, wie geht es mir eigentlich? Und dann wollte ich es mal wissen, habe beschlossen, ich nehme mir ja jetzt ein Jahr Zeit und frage mich jedes, jeden Tag, wie geht es mir? Und schreibe es mal auf und mache mal eine Excel draus und gucke mal, was ich daraus lernen kann. Dann mhm. habe ich irgendwann gemerkt, mein Zustand mhm. ist, dass ich über den Tag so sehr. Ich habe dann also angefangen, dass ich mehrmals am Tag gemacht habe. Mhm. Und hat mir von vornherein klar gesagt, ich höre nach einem Jahr wieder auf. Ich will jetzt hier nicht in dieses, es gibt ja so das Fass als Sucht, diesen Körper zu vermessen. Was Sie mhm. sich ja. Ein Jahr und es war Schluss. Aber ich fand das so spannend, irgendwann zu merken, okay, heute geht es mir sieben. Weil gestern ging es mir auch so. Es war gestern, da ganz andere sieben. Also die sieben heute und die sieben gestern. Es gibt mal, mal einen Tag, da hast du eine sieben, da kannst du Bäume ausreißen. Und dann ist eine sieben, wo du ganz, innig vergeistigt quasi bist. Also auch mhm. da bin ich mal auf einer sensiblen Sieben, auch noch auf einer kräftigen Sieben. Mhm. Also mir ist die Idee von, was ist eigentlich ein guter Zustand, ist mir da so komplex geraten, dass sie zum Teil fast schon unpraktisch wurde. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, das körperliche ist ein Teil davon, ein Teil davon. Ja, genau, mhm. ein Teil. Ja. Kennst du Jordan Peterson, wenn er über Friedrich Nietzsche redet? Nee, ich glaube jetzt nicht. Ne? Da sagt Jordan Peterson, also für ihn ist Nietzsche, wenn man viel Peterson hört, merkt man das irgendwann, für ihn ist Nietzsche, glaube ich, der auf Platz 1 stehende an was ein Mensch imstande ist zu erdenken und zu schreiben. Also er sagt, Nietzsche ist das, der schreibt in einem Satz mehr als andere in einem Buch. Das ist für ihn ja. sozusagen wirklich die, 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 der Gipfel von dem, was in einem Kopf passieren kann. Und er bringt als Begründung das ist deswegen weil Nietzsche war seit seines Lebens ganz dolle krank und kraftlos und nachdem Nietzsche einfach so wenig körperliche Kraft hatte, musste er lernen extrem zu verdichten und musste er lernen in einen Satz zu schreiben, was andere halt ein Buch kostet, weil er einfach aufgrund seiner physischen Restriktionen, wenn er Glück hatte, einen Tag eine Stunde arbeiten konnte am Tag. Und den Rest ging das nicht. Aber also gerade jetzt vor ein paar Tagen eine Biografie über Nietzsche gehört, der irgendwann anfing als Sanitäter im Krieg, was ihn erstmal völlig aus der Bahn geworfen hat, da die Dinger in Wirklichkeit zu sehen, die er sich vorher nur so bunt ausgemalt hat, weil er ist begeistert in den ersten Weltkrieg gezogen und unbegeistert zurückgekommen. Okay. Und hat er dann seit seines Lebens immer mit, mit psychischen Erkrankungen, körperlichen Erkrankungen, Augenerkrankungen und so weit in der Art, also der mhm. sehr spannend. Was ist ein guter Zustand? Ja, Nietzsche. Von Nietzsche ist es doch hier, was nicht tötet, tötet ab. Ne? Ja, Nietzsche hat mit Vorliebe in seinen Büchern von einer Art Mensch philosophiert, die er im genauen Gegenteil war. Also, er hat sich quasi mit dem Zarathustra, der vom Berg herunterkommt, mhm. ich lehre euch den Übermenschen, es ist das komplette Gegenteil von dem, was Nietzsche selbst war. Und auch sein gewaltiger Bart, den er trug, vor allem dieser Schnurrbart, war wohl auch der Versuch, eine gewisse Schwäche zu kaschieren, indem er eine übertriebene Stärke ausstrahlt. Mhm. Aber wenn du dich mit seiner Biografie beschäftigst, der Mann war also wirklich sozusagen der, der Bruder von Hiob. Geschlagen von oben bis unten. Okay. Ich habe schon mal an, an, angestrichen, also in der Buchzusammenfassung ist ja mein Ding, ähm, aber schon ein bisschen her. Ja. Ja. Ich habe dann. Ähm, aber man gönnt sich ja sonst nichts, nachdem Jordan Peterson in irgendeinem Podcast meint, das schwerste Buch, was er in seinem Leben je gelesen hat, wäre Nietzsche, Jenseits von Gut und Böse. Mhm. Dachte ich mal, oh, das will ich wissen. Ich habe mir es besorgt, antiquarisch, fünf Euro. Dachte ich mir, da kann es nichts falsch machen. Ich habe es, glaube ich, nach zehn Seiten aufgegeben. Oder waren es sieben Seiten? Ich weiß es nicht. Aber ich dachte mir irgendwann, ich, ich kann die einzelnen Worte kann ich lesen. Aber bereits auf Satzebene bin ich ausgestiegen. Es ist wirklich, ich verstehe Jordan Peterson. Ich gönne ihm, dass okay. er es verstanden hat, es hat meins, mein Vermögen überstiegen. Okay, und woran liegt es? Äh, schon, schon Indigo, oder? Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also okay. vielleicht hatte der ein IQ von 200 oder so, ich habe wirklich keine Ahnung. Aber es sind Sätze, wo ich irgendwie merkte, es könnte sich vielleicht lohnen, über den Satz jetzt eine Woche nachzudenken, aber ich habe anderes zu tun. Und wenn du halt eine ganze Seite davon liest, von diesen Sätzen, ist es irgendwann dass, dass, dass der Kopf drum. Ja. Okay. Braucht man auch so eine Art von Resilienz. Immer wieder aufstehen, weitermachen, ja, stimmt. Okay, boah, jetzt haben wir lange geredet, es waren jetzt doch deutlich über eine Viertelstunde. Oh, ein ja, es war mir ein großes Vergnügen. Dito. Und äh, ich sage es in jedem Podcast, ich sage es auch hier, äh, je nachdem nach der Anzahl und ähm, Euphorie in den Kommentaren, können wir über einen zweiten Teil nachdenken, wo du dann die anderen fünf von den neun Punkten aufdeckst. Ja, genau. <laughs> Nicht über einen offenen Loop. Aber du weißt, das Problem ist, dass bei dem Podcast von Uwe Meier hast du unten drunter so viele Kommentare geschrieben. Es wird schwer, das zu überbieten in dem Podcast, den wir jetzt machen. Wir müssen, vielleicht schreibt Uwe einen Kommentar drunter. Kannst du ja mal anhauen. Ich kann ihn anhauen. Ich werde auch demnächst ähm, mal reden. Ja. Die Kommentare für die, für die Zuschauer? Auf YouTube. Oder wo, wo gehen genau. die Kommentare noch hin? Genau. Es gibt ja diese, ganzen, diese ganze Podcast-Reihe gibt es ja jeweils als Video auf YouTube und als Podcast in den üblichen Podcast-Kanälen, aber da kann man, glaube ich, nicht kommentieren. Ja. Weil Spotify und so, die haben ja keine Kommentarfunktion. Das heißt, wer dazu kommentieren möchte, ist auf YouTube herzlich willkommen. Kommt es auch auf EduMando? Ähm, so nee, nicht wirklich. Es kommt auch in die World of NLP irgendwann. Ja, ah, okay. Aber da kann man, glaube ich, nicht groß kommentieren. Und das ist ja auch mehr dann was Internes. Robert, ich danke dir sehr für dieses ja, Gespräch. Ja, danke dir. Finde war echt gut. eine coole, coole Idee von dir, alle hier nochmal reinzuziehen, weil, wie du sagst, das waren ja immer viel gleichzeitig. Ja. Man musste sich zerteilen und am liebsten äh, achtmal so lang den, den, den Kongress machen. Ja, ob ich alle schaffe, weiß ich nicht. Also es sind ja 42 Referenten gewesen und ich habe jetzt von ungefähr 20 die Zusage. Mhm. Ich werde mich bemühen, dass ich sie alle hier rein zwinge. Drückte die Daumen. Ja. Ähm also, war definitiv sehr, sehr, sehr spaßig, Spaß gemacht. Macht mir auch sehr viel Freude. Eine meiner Motivationen war ja, dass ich dachte, ey Mist, ich habe jetzt hier drei Viertel der Vorträge versäumt, das kann ja. ja wohl nicht sein. Das muss ich irgendwie nachholen. Manch einer wahrscheinlich sogar mehr. Ja. Weil es ist ja auch wenige Menschen dort. Ja. ja. Robert, ich danke dir sehr. Vielen Dank dir, Ralf. Und freue mich auf eine eventuelle Fortsetzung. Ich mich auch. Ciao. Tschüss.